Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zu Railroads Online. Heute wird aber nicht gespielt, denn ich habe was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe den Entwickler von Minizwerk.online bei mir eingeladen und habe mit ihm ein kleines Interview gemacht. Also, wer es noch nicht kennt, Minizwerk.online, das ist die Seite schlechthin für die Railroads Online-User. Da könnt ihr eure Map hochladen mit anderen Teilen, euch die Map generell mal anschauen, was ihr gebaut habt und sogar editieren. Und da könnt ihr gar nicht mal so billig machen. Also, viel Spaß beim Interview, los geht's! Ja, und damit herzlich willkommen, Ian, hier beim Interview. Schön, dass du für mich Zeit hast für das Interview. Freut mich sehr. Hallo Bravura, schön, dass ich da sein darf und einen lieben Gruß an alle Zuhörer. Bist du denn gut ins neue Jahr reingekommen? Ja, musste nicht viel machen. Bin abends ins Bett, hab geschlafen, war morgens im neuen Jahr. War total easy. Oh je, hast du nicht bis Mitternacht durchgemacht? Ah na, wir haben 4 kleine Kinder hier und da geht man eher ins Bett und sorgt dafür, dass dann nachts alle Fenster zu sind, dass sie vom Knallen nicht wach werden. Abends schön mit Raclette rumgespielt, dann ein paar Wunderkerzen angezündet, das reicht für die. Ja, okay, verstehe ich. Das ist natürlich etwas anderes. Sag mal, wie bist du eigentlich zu dem Namen Ian gekommen? Ja, das mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das reicht schon ein paar Jahre zurück. Ich glaube, das war die 9. Klasse im Gymnasium. Da gab es nur noch PC-Spiele und Disketten. Und irgendeiner hat mal so einen Flipper-Automaten angeschleppt und da haben wir immer die Disketten getauscht mit dem Spielstand und dem Highscore. Und irgendwann habe ich abends das Ding so verkantet gehabt, dass der Ball auf so einem Flipper-Ding liegen bleibt und immer Wand-Flipper-Ding hin und her hopst und einfach nur Punkte macht, so 50er immer. Und dann bin ich einfach abends schlafen gegangen und habe morgens geguckt und hat er immer noch an dem Dingens gewackelt. Da habe ich halt da einmal die Space-Taste gedrückt, um da an dem Flipper zu wackeln. Dann ist der Ball unten rausgerauscht und bumm, ich war an der Highscore-Liste ganz oben. Und husch, husch, schnell, schnell und ohne blind schreiben zu können, nur auf die Tastatur geschaut und dann Sebastian eingetippt, Enter gedrückt, nach oben geschaut, stand noch Ian da. Und dann ließ ich es auch nicht mehr ändern. Und dann musste ich ja irgendwie zugeben, dass ich jetzt Ian bin, weil der Highscore ja mir gehört hat. Hat in den letzten 2 Jahren vom Gymnasium nie wieder jemand geschlagen, die Highscore. Okay. Und dann war ich halt Ian. Und das hat sich bis heute so durchgezogen, überall jetzt einfach Ian. Ja, dann fing es an, man musste sich irgendwo einen Nutzernamen ausdenken und weil ich ja jetzt schon Ian war, habe ich dann Ian genommen und nachdem dann ganz viele Leute auf die Idee kamen, Ian heißen zu wollen, musste man das ein bisschen aufblasen, also habe ich noch eine 76 fürs Geburtsjahr und ein G für German dran gesetzt und jetzt bin ich halt Ian 76G durch alle sozialen Netzwerke und Medien. Seit 94, wenn es möglich ist, nehme ich halt Ian 76G. Okay, das ist schon eine lange Zeit, nicht schlecht. Ja, ich bin schon etwas älter und bin mit dem Internet groß geworden. Als das Internet noch gar kein Internet war? Ja, ich glaube, ich habe angefangen, als das Internet noch Internet war. So 94 rum an der Universität haben wir dann nur noch im Internet abgehangen. Gut, da war es doch eigentlich ein Intranet, oder nicht? Nee, war schon das Internet, weil ich habe angefangen mit der Bild-Zeitung, als die Bild-Zeitung angefangen hat, Gewinnspiele zu machen. Damals gab es noch D-Mark, glaube ich. Da haben die mir mal 3000 D-Mark gezahlt über 2 Jahre über ihre Gewinnspiele, weil wir immer gewonnen haben. Weil ja, die Gewinnspiele damals noch irgendwie nicht so richtig Glück gebraucht haben, sondern einfach nur Fach- und IT-Kenntnisse. Ah so, hast du die Bilder abgezockt damals? Ach, die haben angefangen zum Beispiel mit, die haben so wochenweise Rätsel auf der Webseite von der Bild-Zeitung gehabt und eins war wohl mit so einem Puzzle, da haben sie jeden Tag ein neues Puzzlestück auf der Webseite online genommen und wer zuerst eine Mail schreibt und errät, was auf dem Puzzle zu sehen ist, der gewinnt halt 100 Mark. Und da haben die Montag angefangen in der ersten Ausgabe und haben da irgendwie so ein blaues Eckstück mit einem Teller abgebildet. Ich glaube, es war auf hellblauer Hintergrund ein Stück von einem weißen Teller. Und im Quellcode, der halt am L-Seite stand, halt Radieschen 9 JPEG. Und dann habe ich halt eine Mail geschrieben und gesagt, das wird ein Radieschen. Und schwupps, 100 Mark gewonnen. War halt nicht so wirklich schwierig. Ja, nicht schlecht. Ja, schade, dass heute nicht mehr so einfach geht. Nee, heute geht's nicht mehr so einfach. Die hatten auch Gewinnspiele mit so einem Fußballfoto, wo sie den Ball rausretuschiert hatten. Und dann hatten sie halt, das Fußballbild hieß halt Aufgabe JPEG und dann gab es halt irgendeine Aufgabe unterstrich Lösung JPEG, wo der Ball noch drin war. Und die lag halt auch auf dem Webserver. Und so Gewinnspiele waren halt dann, naja, ich sag mal, nicht schwierig zu gewinnen. Aber sie sind mit jedem Mal besser geworden. Es ist dann immer schwieriger geworden, weil die immer gefragt haben, wie habt ihr das so schnell gelöst? Und dann waren wir auch ehrlich genug zu sagen, wie es ging. Und dann haben die das fürs nächste Mal leider abgestellt. Ja, okay, also immerhin seid ihr da fair gewesen und habt auf einen Fehler hingewiesen. Das ist schon mal was. Also es wird nicht alle machen. Ja, nee, also ehrlich sind wir schon immer gewesen. Irgendwie hier dunkle Kriminalitäten ausleben im Netz, das ist nicht meins.
Du bist ja heute nicht ohne Grund bei mir. Du bist ja zumindest in der Railroads Online Community ja kein Unbekannter. Denn du bist der Mann hinter minizwerg.online. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das denn ist für jemanden, der es noch nicht kennt? Minizwerg.online ist die Domain, die ich für meinen jüngsten Sohn reserviert habe. Ich habe für jeden meiner Kinder eine Domain reserviert, damit die halt Mailkonten haben können und sich dann entsprechend Mailkonten auch anlegen lassen können. Quasi um Spam zu vermeiden, senden die Mails einfach als Spam at ihre Domain ab und können dann für jeden, mit dem sie kommunizieren, halt ein eigenes Postfach auf ihrer Domain haben. Und meine Kinder haben Nicknames und der Jüngste heißt Minizwerg. Und dann habe ich halt jedem Kind diese Nickname.online-Domain beschafft und gekauft. Und die lag halt ungenutzt rum und ja. Und irgendwann habe ich ein Spiel gespielt, was ich riesen toll finde. So ein Eisenbahnspiel, Railroads Online. Ganz toll. Nur am Anfang war das relativ buggy und meine einzige Lokomotive, die ich hatte, die ist einfach plötzlich hoch in den Himmel geflogen und ward nicht mehr gesehen. Und dann habe ich halt Ingame einfach M für Map gedrückt und dachte, die holst du dir zurück. Und die Ingame-Map ist wirklich was noch nicht so richtig toll funktioniert, weil die eigentlich so richtig gar nichts zeigt. Und dann ohne Startgeld und ohne weitere Kapitalsachen in dem Spiel und trotz der Ambition, jetzt diese Lok zu finden, habe ich mich halt dran gesetzt, das Savegame auseinanderzunehmen und das Savegame halt grafisch auf einer Karte darzustellen. Und das brauchte halt eine ganze Menge Rechenpower und ging halt nicht mehr lokal. Und dann habe ich halt einen Server genommen, den hinter Minizwerg Online, der ja lange Zeit nicht gebraucht wird, bis mein 7-Jähriger die Domain in 11 Jahren mal selber braucht. Und seitdem gibt es auf Minizwerg Online halt eine Webseite, die meinen Spielstand grafisch anzeigt. Und dann ist die über 6 Wochen in Funktion gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ohne diese Webseite irgendwo mal online zu publizieren oder irgendwie mit Such-Credentials zu befüllen oder in Google zu listen, nutzen immer mehr Leute diese Webseite. Einige Streamer haben angefangen, den ihren Streams zu verlinken und dann hat der Hoster relativ schnell angerufen und hat gesagt, das Hosting-Paket reicht für diesen Traffic und diese Bandbreite leider nimmer aus. Und dann habe ich das halt so lange abgegradet, bis es halt jetzt ausreicht. Und ich denke, wir sind im Moment, ich schau mal nach, bei ungefähr 350.000 Nutzungen seit Start vor einem Monat. Und das ist schon mal eines. Nicht schlecht. Ist eigentlich ein eigenes großes Projekt geworden und ich habe mal zusammengerechnet, ich denke, ich habe in die 500 Stunden Arbeit investiert inzwischen. Ja, das ist ja fast schon nebenberuflich. Ja, das ist fast Vollzeit am Wochenende und halt 6 bis 7 Stunden außerhalb der Arbeitszeiten abends und nachts noch. Bist du denn selbst eigentlich Eisenbahner? Nee, ich bin überhaupt nicht Eisenbahner, ich bin Softwareentwickler. Ich mache Softwareentwicklung seit jetzt 21 Jahren hauptberuflich. Und seit wir aber die Kinder haben und das Älteste kam vor 10 Jahren, da durften hier keine Schießspiele mehr gespielt werden. Das heißt, meine ganzen First-Person-Shooter sind alle irgendwie ausgewandert und gelöscht worden. Und seitdem bin ich mehr im Simulationssektor, was halt auch kinderfreundlich ist. Landwirtschaftssimulator, LKW-Simulation, Eisenbahn. Und das hier hat mich recht dolle interessiert, weil ich damals auch das Original des Railroad Tycoon gespielt habe. Ich glaube, das kam auch 91 auf dem PC. Und das hier mit First Person und Sandbox und Eisenbahn hat mich einfach... Ich wollte mal reinschauen und dann bin ich hängen geblieben. Also ist es mehr der Simulationsaspekt, der dich fasziniert oder hast du generell so ein schwaches Herz für Eisenbahn? Ist mehr der Simulationsaspekt. Dieses Aufbaustrategie ist schon immer meins gewesen und First-Person-Sandbox, das kann man auch mit Kindern spielen. Also ich habe das Spiel auch direkt mehrfach gekauft, dass ich es auch mit den Kindern zusammenspielen kann. Und die haben halt auch Spaß gehabt, diese Loks zu fahren und die Sachen auf- und abzuladen und so. Ja, ist halt ein Spiel, was man mit Kindern spielen kann. Okay, also würdest du sagen, du bist jetzt nicht der typische Eisenbahn-Fan, der das deswegen spielt, sondern einfach nur wegen aufgrund des Aufbaus des Spiels an sich. Ja, also ich hätte es auch gespielt, wenn man hier mit irgendwelchen LKWs Sand hätte hin und her fahren müssen und ich hätte es bestimmt auch gespielt, wenn man mit Flugzeugen irgendwelche oder Helikoptern irgendwelche Kisten auf- und abladen muss. Also irgendwas, was man halt freundlich und zusammen und Koop und gemeinsam gegen die Natur, das ist genauso das, was man mit Kindern spielen sollte. Was spielst du denn sonst noch so neben Rainbows Online? Ich habe vorher relativ lange gespielt, auch mit über 1500 Spielstunden SnowRunner. Das ist diese Offroad-LKW-Simulation. Da habe ich auch die Vorgänger MudRunner und Spin Tires schon gehabt. Und dann musste ich eine Pause machen, weil die so ein halbes Jahr Pause machen, bevor sie ihren neuen Content releasen. Die haben erst am 7. Dezember ihre Phase 6 rausgehauen. Und da habe ich halt gewartet die ganze Zeit und in der Zeit mit dem Railroads Online angefangen. Ein guter Punkt. Wie bist du initial zu dem gekommen?
Ich muss irgendwo auf YouTube mal einen Vorschlag gesehen haben, dieses offizielle, keine Ahnung, den Trailer, den offiziellen, hab da mal reingeschaut und dachte, oh ja, Eisenbahn fahren hin und her, lalala. Aber als dann die Männchen gemeinsam über die Karte gelaufen sind, Bäume fällen, Brücke bauen, und als dann zum Schluss diese Waggons entgleist sind, also da wirklich Physics zu sehen war, da hab ich gesagt, oh, da musst du mal reinschauen, das guckst du mal. Und Steam hat sehr gute Reviews gehabt, also das war irgendwie schon so, als ob es da viel gibt. Und dann dachte ich, naja, vielleicht holst du es dir, vielleicht nicht. 35, 40 Euro hat es gekostet, irgendwie sowas. Fand ich für das Pre-Release schon relativ teuer. Und dann gab es das aber im Bundle mit noch einem anderen Eisenbahnspiel für einen Cent günstiger als alleine. Und dann dachte ich mir, da kann aber was nicht stimmen, wenn ich jetzt zwei Spiele noch einen Cent günstiger kriege als nur das eine. Und dann habe ich einfach beide mal gekauft, weil war ja Weihnachten, konnte man sich ja mal leisten. Und dann bin ich direkt nach der Installation schon mal 8, 9 Stunden drin hängen geblieben. Wie waren denn also deine ersten Erfahrungen in Rayworlds Online? Es hat sich relativ einfach, also gut angefühlt. Also es standen ja nur diese kleine Lokomotive rum, da ging unten das Feuerkläppchen auf, da war kein Feuer drin, dann konnte man relativ intuitiv Holz nehmen und da reinschmeißen. Also es ging auch relativ gut, ohne dass ich da viel probieren musste. Das war so Minecraft-like, mit links nimmst du was, mit rechts legst du was hin. Dann ist die Strecke nach vorne gegangen, da standen Bäume auf dem Weg. Ein bisschen gesucht, welche Tasten funktionieren. Bei G kam dann so ein Menü, da war eine Säge drin, die Bäume weggesägt, super. Und dann dachte ich mir, ja klar, dann gehst du mal in die Richtung los und baust mal Strecke weiter geradeaus. Und dann ist die Lok irgendwann auch losgefahren und dann hat man das mit dem Ankoppeln auch irgendwie hingekriegt. Und dann dachte ich mir, oh toll, 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 super, super, super. Bisschen Strecke durch den Wald gebaut und schwupps war die Lok weg. Ja, und dann habe ich halt die Karte gefunden, die für mich etwas enttäuschend war und habe gedacht, okay, dann bevor ich jetzt hier weiterspiele, erstmal überlegen, wo die Lok jetzt hin ist. Aber wolltest du die vielleicht sogar fast schon aufgeben am Anfang mit den ganzen Bugs, oder hast du gesagt, nee, ich gebe dem gerade eine Chance, probier's? Für mich waren die Bugs gar nicht so schlimm, weil ich als Softwareentwickler immer denke, wo kommt das Ding her, was ist die Ursache, wie bekämpft man die? Also am Anfang waren das einfach zu kurze Streckenstücken, das heißt einfach längere Strecke legen oder die kaputten Stellen austauschen und dann ging es ja weiter. Außerdem konnte die Lok ja immer schön einen Wagen vor sich her pushen und wenn der Wagen dann entgleist, das hat man gewusst, aha, das Stück Strecke austauschen, das ging schon ganz gut. Und ich wollte halt auch das Spiel erleben, also ich habe ja gesehen, was da alles gibt an verschiedenen Industrien, die auf der Karte angezeigt werden, zumindest vom Namen her. Und da die Strecke nach Norden losging, denke ich, naja, fährst erstmal los Richtung Sägewerk, Holzfällerlager. Und dann, wie gesagt, aber ich bin halb zum Holzfällerlager gekommen, bis ich dann angefangen habe, Mini-Zwerg zu bauen. Und seitdem habe ich ungefähr eine Stunde Spiel gegen zwei Stunden Entwicklung. Weil es dann ja auch immer komplexer und mit immer mehr Features bestückt wurde. Mittlerweile, ich habe gestern das erste Mal wirklich auch Öl abgeliefert, also wirklich das letzte Industriestückchen angeschlossen und das letzte Stück Fracht verfahren. Das heißt, ich habe jetzt 6-7 Wochen gebraucht, um im Spiel wirklich alles einmal gemacht zu haben. Oh, das muss ich auch noch machen. Die letzte Industrie habe ich noch nicht angeschlossen. Aber ja, ich habe gestern dann... Ja? Gestern mal reingeschaut, gestern nochmal dann Öl gefahren. Habe einen halben Waggon abgeladen. Passen ja, ich glaube, 40 Stück drauf, 34 irgendwie. Also eine ganze Menge Ölfässer passen da drauf. So viel habe ich gar nicht gehabt. Waggon war halb voll und dann konnte ich es abgeben. Jetzt habe ich auch einen kleinen Sieg für mich errungen. Aber finde ich noch interessant, dass du da so gut weitergemacht hast, denn ich habe von vielen gehört, dass die Frust einfach ganz hoch war und auch aufgehört haben, bis sie dann Tutorials angeschaut haben. Das ist ja etwas, was ja Rayworlds Online nicht wirklich hat, sondern du kommst da rein und dann heißt es so, ja mach mal, warst du bis am Anfang so. Und das hat viele Leute frustriert. Und dann mit dem Baumenü und Kuppeln dann Luft nach oben, sagen wir es mal so, bei Rayworlds Online. Das war für mich alles relativ intuitiv, was ich nicht gefunden. Also die einzige Stelle, die mich gestört hat, war, dass dieses Hilfemenü oben mal da war und mal nicht da war, weil halt von Haus aus die X-Taste doppelt bemappt ist. Einmal für die Kurven oder für die Steigung, weiß gar nicht, Kurven oder Steigung und einmal für das Hilfemenü. Aber habe ich das Hilfemenü umgemappt auf eine andere Taste, dann war das Hilfemenü immer da. Dann war das für mich relativ intuitiv. Weil das für mich, also ich weiß nicht, meine Allgemeinbildung reicht halt, dass das, was die an Baumstämmen bringen, zum Sägewerk muss. Und dass die Bretter und Balken dann zur Eisenmine müssen, damit sie tiefere Tunnel buddeln können. Das Eisenerz muss verschmelzen, um geschmolzen zu werden. Dafür brauchen die Scheitholz, das gab es am Logging Camp. Und dann geht es ja weiter mit, das Eisen geht dann zum Eisenwerk, die machen Werkzeuge, das geht zum Ölfeld. Dann machen die Rohöl, das geht zur Raffinerie und da kommen die... Also das war für mich relativ einfach, auf welche, wohin muss. Interessant ist, dass das Spiel halt eine relativ starke Lernkurve hat. Erstmal fängst du ja an, gerade zu bauen, nur Bäume sind im Weg am Anfang. Dann kommst du an die Stelle, dass du ein bisschen mit Steigungen arbeiten musst, für die 7 Meter Höhenunterschied zum Holzfällerlager.
dann kommst du an das Problem, dass du halt die Strecken relativ gerade parallel neben die Ladestationen bauen musst. Und dann geht es weiter zum Abladen am Sägewerk mit Umladen. Dann brauchst du das erste Mal Weichen, weil dann ja die Strecke sich aufteilt. Und nachdem du das mit den leichten Steigungen und Stationen hingekriegt hast, dann brauchst du das erste Mal eine Brücke vom Sägewerk über zur Eisenmine. Da ist in dem Tal noch so ein kleines Tal, was du mit einer Brücke überbrücken musst. Da kommst du mit Brücken in Kontakt. Dann lernst du halt relativ schnell Steigungen zu schätzen, runter zur Schmelzhütte. Ich glaube, das sind 40 Meter Höhenunterschied. Und aus Railroad Tycoon, also von 91 wusste ich noch, solche Dampfloks können maximal 3% Steigungen machen, also maximal, also gar nicht angefangen ist, was Höheres zu legen. So, und da versucht schön am Hang links, rechts immer schön wenden, schöne großen Kurven zur Schmelzhütte runterzukommen. Ja, und dann hat man auch immer so einen kleinen Erfolg, wenn man es geschafft hat, das erste Mal da war, wenn man dann hin und her fährt mit den Loks, alles super. Und dann war natürlich auch klar, die Loks brauchen Holz und die brauchen Wasser. Und das gibt es ja in den Wassertürmen und den Holzdepots. Die haben sich seit meinem Beginn in den letzten 6 Wochen am häufigsten geändert, glaube ich, diese Holzdepots. Die waren erst komplett leer, aber haben Holz gegeben. Dann waren sie komplett voll, dann waren sie komplett leer. Inzwischen sind sie wohl initial einmalig mit 400 Holz bestückt und sonst leer. Ja, aber an sich, das hat immer mehr Spaß gemacht. Die Herausforderung wurde immer größer. Dann von der Schmelzhütte zum Eisenwerk kommen halt dann die Gebirge dazu. Und nachher, wenn man zur Raffinerie kommt, ist halt mit diesen kurzen Ladeplattformen und dem Hin und Her, das ist halt dann nochmal die Steigerung zu allem. Das stimmt, aber wenn man da dann angekommen ist, sollte man es am Haus haben, wie man das zu bauen hat. Weil bis dahin hat man schon einige Kilometer an Strecke verlegt. Das stimmt. Ich habe dann mal angefangen, diese Eureka auszuprobieren. Das ist ja diese Lok für Personenzüge mit wenig PS, sag ich mal, in hoher Endgeschwindigkeit, weil sie alle gesagt haben, ach, die fährt ja gar nicht und zieht gar nichts. Ich kann mein ganzes Streckennetz auch mit 8 beladenen Waggons an diese Eureka befahren, also auch über die Gebirgsrouten. Alles so weit umgebaut, dass die Eureka fährt. Habe dann sehr viele Sachen nur noch mit der Eureka gemacht, einfach weil ich es kann. Auch wenn die halt total schwierig waren, dann vom Losfahren am Berg und rückwärts rangieren und so, aber ja, funktioniert alles. Das Einzige, was ich nicht so richtig ausprobiert habe, sind diese Gebirgsloks, also diese Zahnrad-Übersetzen, die Heißler und die Climax. Weil ich habe in dieser ganzen Map noch nicht das Bedürfnis gehabt, irgendwo so steile Strecken bauen zu müssen, um diese Loks überhaupt zu nutzen. So, aber den Rest alles einmal ausprobiert. Ich denke mir, sie sind auch nicht wirklich notwendig, wenn du halbwegs normal baust. Außer du hast wirklich ultralange Züge, die ich generell nicht empfehlen kann, aber dann brauchst du so eine. Aber nicht ich zwingend. Nachdem ich jetzt Mini-Zwerg gebaut habe und da Einblick in alle anderen Safe-Games habe, und ich glaube, ich habe mittlerweile 4000 verschiedene Safe-Games von verschiedenen Benutzern, einige haben wirklich interessante Strecken gebaut, von der Eisenmine übers Gebirge zum Frachtdepot. Mit so Zickzack hin und her zum Hin- und Herschieben. Das heißt, Kletterlok mit 4 Waggons, sondern schräg hoch, weiche Stellen, Richtungswechsel, schräg hoch, weiche Stellen, Richtungswechsel. Und so fahren die Zickzack halt über das Gebirge. Also immer mit ganz vielen Richtungswechseln, bis sie oben sind. Und diese Strecken habe ich mir mal angeschaut, das ist wirklich spannend. Und da habe ich auch mal dann quasi in deren Safe-Game einfach mal heimlich da mit der Lok mal so eine Strecke gefahren. Das ist schon irgendwie, ja, wie spielen mit der Modelleisenbahn, macht Spaß. Ja. Ich meine, das ist irgendwie das Tolle an dem Spiel, da kannst du wirklich alles irgendwie ausprobieren. Ob es dann funktioniert, musst du selber rausfinden. Ja, das stimmt. Hast du am Anfang irgendwie Hilfe gehabt, als du dein Tool gemacht hast? Oder war das wirklich Learning by Doing und mal schauen, wie es aufgebaut ist? Also ganz am Anfang habe ich ja gedacht, okay, wenn ich das Spiel ausschalte und dann wieder einschalte, dann stehen meine Loks doch da, wo ich sie abgestellt habe. Und auch die Gleise, die ich gelegt habe, sind noch da. Das heißt, irgendwo muss der Kram gespeichert sein. Als Informatiker dachte ich dann, okay, das Ding muss ein Safe-Game irgendwo haben. Es hat eine Weile gebraucht, das Safe-Game zu suchen. Da habe ich bei mir auf dem Rechner eine ganze Weile gebraucht, weil ich erst im Install-Folder gesucht habe, dann bei Steam, dann unter Benutzer. Die üblichen Verdächtigen quasi. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht, dass es in diesem Local-R-Data irgendwas liegt. Und da lag es dann auch. Also unter den Local-Apps-Daten habe ich es gefunden. Und das Safe-Game einfach mal aufgemacht im Editor und das fing mit GeForce an. Kurz nach GeForce gegoogelt, das ist das Safe-Game-Format der Unreal Engine, ist unten angezeigt. Da habe ich gedacht, okay, Unreal Engine, Standard Unreal Safe-Format. Und da habe ich angefangen im Netz zu suchen und bin auf ein Projekt gefunden. Da hat irgendjemand mal exemplarisch gesagt, hier ist ein Tool, mit dem kann man diese Safe-Formate von der Unreal Engine übersetzen nach JSON. Also nach JavaScript-Objekt-Notation. Hätte mir schon mal viel gebracht, aber ich habe das ums Verrecken nicht ans Laufen gebracht und das war so ein C-Sharp war das gebaut und ich habe es selber nicht kompiliert gekriegt, ich habe es einfach selbst nicht hinbekommen.
Und dann habe ich im Netz geguckt und gesucht, bis ich quasi einen gefunden habe, der Tscheche ist, der Jiri oder Jachimov, glaube ich, heißt er. Und der hatte eine ausführbare Exe schon fertig kompiliert als Binärfile, die eben genau dieses SAF einmal nach JSON transformiert hatte für dieses Eisenbahnspiel. Und mit dem habe ich am Anfang mal so 2-3 Tage gequatscht. Und dann hat er sein Tool noch 2-mal aktualisiert für mich, dass ich es mit Parameter aufrufen kann. Und dann lief das so, dass mein Mapper dieses tschechische Tool aufruft im Hintergrund, lokal auf meinem Rechner, was ein Savegame in JSON umbaut. Und dieses JSON wurde dann in eine Bilddatei von JPEG umgewandelt und dann lokal angezeigt. Das war so der Anfang. Und dann war das natürlich keine gangbare Lösung, immer meinen Computer anzulassen. Das waren so die Anfänge von Mini-Zwerg, wenn andere Leute nur Karten bauen konnten, wenn mein Rechner an war, weil die das Savegame nach Mini-Zwerg hochgeladen haben. Mini-Zwerg hat das Savegame auf meinen Rechner runtergeladen, lokal diese tschechische Exe ausgeführt, das JSON wieder nach Mini-Zwerg hochgeladen und dann dort das Bild gebaut, so dass ich dringend woanders hin musste. Ich habe im Netz relativ schnell Leute gefunden, die ähnliche Sachen vorhatten, also auch dieses Save ändern wollten, um damit was anderes zu machen. Aber die Ziele waren halt nicht so richtig gut. Also Jenny wollte das unbedingt in C-Sharp machen für lokal als ausführbare Datei. Dann Charlotte wollte das unbedingt in JavaScript machen, aber nur in JavaScript. Dann gab es noch irgendwie einen, der wollte das unbedingt in Java machen, aber halt nicht in PHP. Und wir sind halt alle nicht so richtig zusammengekommen, in einem Team an einem Tool zu arbeiten. Aber wir haben uns gegenseitig unterstützt. Also wir haben versucht wirklich vom anderen den Quellcode auch zu sehen, zu verstehen, Hilfestellung zu geben. Und das ist eine sehr gute Hilfe-Community geworden. Ich glaube, Jenny hat auch einen eigenen Server aufgemacht für diese Drittparty-Tool-Entwickler, wo wir alle drin hängen. Und da sammeln wir auch die Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, über diese speziellen Aufbauten in diesem Safe-Format. Also besonders schwierig sind zum Beispiel die Texte an den Lokomotiven, weil das ist extrem komplex gespeichert. Das ist auch das Einzige, wo Mini-Zwerg im Moment noch hängt, also Umbenennen von Lokomotiven geht, ja, aber bitte nur mit den Standard-ASCII-Zeichen und bitte keine UTF-8-Sonderzeichen wie Umlaute oder irgendwas anderes. Das macht den ganzen Spielstand hoffnungslos kaputt. Ja, und dann haben sich da so kleinere Grüppchen draus entwickelt und mir haben sich dann angeschlossen einer aus Griechenland, der hat die ganzen Hintergrundgrafiken gemacht und die Icons und alles, macht der sehr gut, der ist halt Designer. Und ich habe einen aus Frankreich gefunden, den iScripter, der hilft mir halt mit dem Frontend. Der ist relativ gut im Frontend mit JavaScript, ist nicht so gut im Backend und im Backend bin ich sehr gut. Und wir zusammen sind inzwischen dran, so ein Mini-Zwerg in Version 2.0 online zu bringen. Ich habe schon die Testversion auf seinem Server gesehen, die ist um Längen besser als Mini-Zwerg. Und die nimmt den ganzen Code nochmal so auseinander, dass das Frontend nur zur Anzeige da ist. Und das Backend per APIs, also per Schnittstellen, dem Frontend einfach Daten liefert. Okay, also doch eine größere Community jetzt, die jetzt da die Tools machen. Also nicht schlecht, dass sie da euch ja, also das große Konkurrenztool zum Mini-Zwerg ist ja das lokal laufige ROSE, also Railroads Online Safe Editor. Also die ROSE, genau. Jenny und Live bauen da dran rum. Die können sehr viel lokal machen für Leute, die halt nichts ins Web hochladen wollen, weil sie Angst haben, ihre IPs zu öffentlich, wie bei den ganzen Streamern, oder dass das Safe-File geklaut wird oder überhaupt Internet ist böse. Die laden sich also dieses ROSE-Tool runter, kommandozeilenbasiert, und können dann ihre lokalen Safe-Games backuppen und in den Safe-Games Änderungen machen. Relativ der ähnliche Funktionsumfang wie auf Mini-Zwerg. Und das andere große Tool ist eben dieses Railroad Extended von Tom. Ich glaube, Tom kommt aus den Niederlanden. Das ist diese In-Game-Minimap, wo man In-Game dann die Weichen remote umstellen kann, wo man In-Game die Züge fernbedienen kann, wo man In-Game teleportieren kann zu bestimmten Locations. Also das ist eine sehr gute Erweiterung. Und Tom hat mich zum Beispiel gefragt, ob er meinen Mapping-Code nehmen darf, dass er die Minimap In-Game anzeigen kann. Da habe ich gesagt, ja natürlich. Dafür durfte ich die ganzen Icons nehmen, die Tom hübsch gebaut hat für die Industrien, die es jetzt auf Mini-Zwerg gibt. Haben uns alle gegenseitig sehr gut geholfen. Mittlerweile sind die Tools ja schon recht bekannt, also die meisten Spieler nutzen die Tools und kennen sie. Kam denn dann auch von den Entwicklern dann mehr Unterstützung, als sie gesehen haben, okay, das ist jetzt was da groß wird und da groß ausgebaut wird? Oder ist es wirklich so, dass ihr für euch arbeiten müsst?
Also ganz am Anfang haben wir wirklich tagelang versucht, von den Entwicklern oder den Entwicklerhelfern oder den Community-Helfern Informationen zu bekommen, mit was sind die Abmaße der Karte, also wie soll ich die Werte interpretieren, in welchen Einheiten wird das gemessen, was, wo, wie, und die haben aber alle relativ gemauert oder nicht geantwortet, oder also relativ wenig kam da. Nachdem ich dann mehrmals in diesem Screenshot ein paar Bilder von der Mini-Zwergkarte gepostet hatte und darauf nicht gebannt wurde und auch keine negativen Kritiken kamen, ich habe mich am Anfang etwas zurückgehalten. Aber als dann die Entwickler selbst und die Tester ihr Safe-Game mit der Karte gebaut hatten und es immer mehr nutzten und in den Screenshots quasi täglich diese Maps hochscrollten und dann irgendwann mal mein Kommentar mit, das habe ich mit Mini-Zwerg gemacht, auch gepinnt war, habe ich das als offiziell anerkannt, also gelten lassen quasi. Und dann habe ich mal verstärkt Kontakt zu den Entwicklern gesucht und gefragt, ob man nicht was helfen kann oder wo es denn Probleme gibt, weil ich bin ja Softwareentwickler und vielleicht geht ja was. Und ja, mittlerweile bin ich in eine Testgruppe aufgenommen worden und wir testen dann immer die neuen Builds. Das heißt, ich helfe da jetzt verstärkt beim Bugs suchen oder beim Identifizieren und Reproduzieren. Weil ja nur Bugs, die man reproduzieren kann, wo man die Ursache relativ leicht ermittelt, nur die kann man beheben. Irgendwas, was nur sporadisch auftritt, wo man nicht weiß, woher das kommt, ist halt auch relativ schwierig, die Ursache zu finden oder einen Bugfix zu produzieren. Und dann müssen ja nach jedem Release alle Funktionen neu überprüft werden. Alle Frachten einladen, alle Frachten ausladen, alle Weichen in jede Richtung befahren. Ja, alle Kreuze, alles Mögliche, alle Türen, alle Lokschuppen, alle Multiplayer-Funktionen. Das ist halt ein gigantischer Testaufwand und da muss man halt möglichst mit Struktur dran gehen. Und da versuche ich halt zu unterstützen, wenn ich Zeit habe. Darfst du denn sagen, wie groß das Testerteam aktuell ist? In der Testgruppe, wo ich sind mindestens 7 Leute aus den USA, die da testen. So wie ich das mitbekommen habe, sind das alles Leute, die dem Spiel quasi da mehr oder weniger Inhalte beiliefern, indem sie da diese Modelle bauen oder in die Formeln für die Physics-Berechnungen machen. Die genaue Firmenstruktur von diesem Railroads Online Firmenentwickler Management habe ich noch nicht so drauf. Aber der Hauptentwickler sitzt wohl in Deutschland, auch bei München. Und der Rest der Zuarbeiten, der 3D-Grafiken und der Berechnungen erfolgt wohl aus den USA. Aber wenn du jetzt die Chance hättest, wirklich beim Quellcode mitzuarbeiten, würdest du es tun? Wenn ich die Chance hätte, würde ich mitarbeiten. Ja, ich hätte eine ganze Reihe von Features, die ich mit relativ wenig Aufwand implementieren könnte. Das wäre halt nicht so das Goldene vom Ei, aber halt relativ low-hanging fruit, also viel Bang für wenig Cash. Ein paar Sachen fallen mir da schon ein, die man halt wirklich einfach erweitern könnte, um den Spielspaß nochmal zu erhöhen und quasi diese langweiligen, frustrierenden, wiederholten Tätigkeiten aus dem Spiel rauszukriegen. Was würdest du denn sagen, dass die Entwickler von sich eigentlich hätten einbauen sollen, was momentan über Tools gelöst ist? Naja, ist schwierig zu sagen, da ich deren Fahrplan nicht kenne. Ich kenne weder deren Ressourcenverteilung, noch deren Arbeitsaufwand, noch kenne ich die offizielle, von denen gehostete Bug-Prioritätenliste. Sie haben wohl einen Fahrplan für viel mehr Lokomotiven und viel mehr Forschung und Freischalten von Lokomotiven in also ja, also mehr Frachtarten, mehr sonst was. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit da noch drinsteckt, aber wenn das Ziel ist, sollen sie diesen Weg gehen. Sie sollten sich erstmal nicht um Sachen kümmern, die Drittparty-Tools super gelöst haben. Weil wenn die jetzt anfangen würden, dieses ganze Mapping- und Renaming-Feature, was wir jetzt alles in diese Third-Party-Tools gesteckt haben, nochmal zu implementieren, gibt es halt auf ewig keinen brauchbaren neuen Mehrwert in diesem Spiel. Weil er dann das Spiel einfach nur diese Third-Party-Tools ersetzt und insgesamt das Spielerlebnis für den Spieler nicht wesentlich besser wird, außer sie hat halt in einem Bildschirm statt auf zweien. Wo die Helfer oder die Third-Party-Developer, wie wir sie sind, wo wir nicht helfen können, ist halt das Spiel an sich. Also größere Karten, andere Landschaften, Tunnels, ja, all sowas, was die Community sich wünscht, mehr Weichentypen. Das kannst du ja irgendwie nicht extern einbringen. Das wäre was, was wirklich den Spielern was bringt. Wo sie sagen, okay, die Karte haben wir auf Mini-Zwerg, das Umbenennen, das Zurücksetzen haben wir auf Rose, alles mögliche hier Remote-Weichenstellen haben wir bei Toms, alles bestens. Aber so mehr Spiel-Content. Größere Karten, dass sich diese schnellen Züge mal lönen. Wir haben, glaube ich, jetzt eine Karte von 4 Kilometer mal 4 Kilometer, sind also 16 Quadratkilometer. Da lohnt sich ja die Class 70 gar nicht. Ja? Da mal 3-4 Passagierwaggons dran und dann mal Passagiere von Stadt A nach Stadt B, überhaupt mal Städte. Ja? Mal was Längeres, mal gerade lange Strecken. Das wäre was, wo auch dann Spieler sagen, okay, sie machen eben jetzt hier ein bisschen Holz oder ein bisschen Öl oder eben mal lange Strecke Passagiere. Ich denke, es wäre der falsche Weg, jetzt das zu implementieren, was die Community gebaut hat. Weil das würde einfach Ressourcen und Zeit verschwenden, ohne Mehrwert für die Spieler zu bringen.
Aber was ist mit so Features wie die Lok umbenennen? Weil ich habe mich zum Beispiel verschrieben, wenn ich mir eine Lok kaufe. Per Default kannst du das gar nicht machen, außer du lädst ein Savegame, was du hoffentlich davor doch irgendwie gemacht hast. Das geht jetzt nur über Tools. Das wäre doch eigentlich ein Feature, wo ich sagen würde, das bräuchtest du eigentlich im Spiel selber schon per Default, dass du sowas machen kannst, so Quality of Life Improvements. Ja, aber im Spiel ist das, glaube ich, geplant als Lokschuppen, den du irgendwo hinstellst, wo die Lok oder den Waggon dann reinfährst, um dann dort in diesem Schuppen eben die Farbe oder den Namen oder irgendwas ändern zu können. Ist eine ganze Menge Programmiererei, muss man eine ganze Menge 3D-Models haben, das muss alles angeschlossen implementiert werden. Das ist relativ viel Aufwand für was, was du jetzt lokal mit dem Rose-Tool oder mit Mini-Zwerg machen kannst. Webseite nehmen, Savegame hochladen, alles neu benennen, alles neu nummerieren, speichern, runterladen. Also bei Rose fällt hoch und runterladen weg, in Rose wird direkt umbenannt im Savegame. Zack, Spiel neu starten, richtiger Name klebt dran. Also der... Ja, gut, kann man machen, aber es sind halt relativ viele Entwicklungsressourcen, die dann daran gebunden werden, irgendwas zu haben, was man jetzt auch schon haben kann. Also ich würde mich eher freuen, wenn sie würden was machen, was es noch nicht gibt. Was Neues. Also ist das ein bisschen zwiespältig. Also es sollte klar einerseits an den neuen Sachen arbeiten, andererseits auch Quality of Life Improvements machen, weil ich finde es jetzt noch sehr grob, wie es aktuell im Spiel ist. Ja, die sind auch noch in Early Access. Also ich bin schon mal froh, dass es, also bei mir ist es insgesamt jetzt in den 6 Wochen vielleicht einmal abgestürzt, das Spiel. Es läuft relativ stabil. Ja, das stimmt. Leute, die bei mir auf meinem Server mitspielen, sagen auch, bei mir gibt es, also weil ich wahrscheinlich eine sehr gute Upload-Bandbreite habe, kein Lag beim Mitspielen. Also auch Leute aus Neuseeland, USA, Kanada, die sagen, bei mir läuft es eigentlich relativ flüssig. Flüssiger, als wenn sie lokal bei anderen Leuten spielen. Vielleicht sollten sie mal einen dedicated Server bringen. Das würde was bringen, ja. Jetzt, wo die Clients auch aufgleisen können, wäre vielleicht so ein dedicated Server was. Wenn der denn Autosave hätte, das wäre was. Ja, das wären so die Features, die ich eher sehen würde. Autosave und dedicated Server. Ja, und was zumindest bei mir ganz oben stehen würde, ist Performance Improvements. Das ist auf alle Fälle etwas, was noch nerven kann im aktuellen Status. Aktuellen Stand läuft es bei mir mit 60 FPS. Ich habe im Moment keinerlei Performance-Probleme. Ich weiß nicht, also, wie sieht das deine Hardware aus? Ich habe eine 1080 Ti drin. Eine 3070 so. Bei mir. Ja. Und ich merke das einfach, also ich spiele es in 4K, weil ich so. Ah, okay, da kommt das Problem her. Jawohl. Ja. Und, das Problem schon gefunden. Ja, jein. Ich habe beobachtet, dass es mit den Wagen zusammenhängt. Wenn ich jetzt zum Beispiel so normal rumlaufe, mit der Lok rumfahre, mit 6 Wagen, so alles super, dann kriege ich meine 30 FPS hin für die Aufnahme. Aber ja, wenn ich jetzt einen Megazug mache mit, was weiß ich, sagen wir mal 20 bis 26 Wagen und fahre die gleiche Strecke nochmal, dann geht es runter bis zu teilweise 15 FPS. Also jetzt sage ich als Softwareentwickler, wenn man irgendwo Ressourcen braucht, um die Physik von einer Lok zu berechnen, auch mal doppelt so viel Ressourcen, wenn man noch einen Wagen dranhängt, dreimal so viel Ressourcen für einen zweiten Wagen. Und so wird halt für jeder Wagen, der berechnet werden muss, irgendwie werden Ressourcen gebraucht und irgendwann ist halt Ende Gelände. Ja, schon klar. Aber das ist auf alle Fälle ein Ding, was man sich anschauen muss. Ja, da kann ich aber ohne Einblick in den Code nicht sagen, ob und wie man es optimieren könnte. Also Vorschläge. Das erwarte ich jetzt auch gar nicht von dir. Das war nur so. Mal angenommen, die Physik wäre jetzt quasi eine Funktion, die von einer CPU in einem Thread berechnet wird, dann könnte man durch Multithreading quasi mit 2 CPUs doppelt so viel Ressourcen und Waggons berechnen, ohne halt Lag zu produzieren. Wenn man denn das noch nicht mit Multithreading macht, dann wäre die Frage, wie macht die Unreal Engine die Physik? Ist das irgendwas Standard der Unreal Engine oder ist das was von den Railroads Online-Entwicklern kommt? Also das müsste man halt im Code dann sehen. Und dann, wenn man den Code sieht, könnte ich mit 20 Jahren Softwareentwicklung wahrscheinlich auch sagen, ob man den noch irgendwie optimieren kann. Also ob man irgendwelche Schleifen anders aufbaut, ob man Variablen anders benutzt, ob man andere, sag ich mal, Strategien verwendet, um an das Ziel zu kommen, den die Physikberechnung jetzt macht. Ja, die Berechnung an sich, die wird ja schon korrekt sein, weil im Spiel fällt alles nach unten. Das scheint also mit Gravität und so alles zu funktionieren. Aber ja, ohne da was zu sehen, kann ich dazu nichts sagen. Und insofern, ich kann nur sagen, je mehr sich bewegt, desto mehr Ressourcen werden gebraucht. Ja, ich hoffe, der Entwickler wird dann ein bisschen offener, was die Hilfe betrifft beim Entwickeln, dass vor allem auch andere mal ein bisschen reinschauen können, ob man da irgendwie was verbessern kann, weil primär habe ich das Gefühl, das macht ja nur der, also nur einer, oder nicht? Also das reine Coding. Ja, auch dazu kann ich, wie gesagt, wenig sagen, weil ich da nicht dazugehöre zu dieser Firma.
Der Hauptentwickler ist auf jeden Fall ein Deutscher, ja. Und ich kann ja nicht sagen, ob er noch Helfer hat oder nicht. Ich denke, er hat welche. Alleine kann man sowas eigentlich gar nicht machen. Je mehr Externe du aber reinschauen lässt, desto höher ist natürlich auch das Risiko, dass die einfach das, was sie sehen, mitnehmen, kopieren und einfach selbst auf den Markt werfen. Sodass ich völlig verstehen kann, wenn der nicht möchte, dass eben Firmen-Externe in diese Sache reinschauen, mit denen seine Firma Geld verdient. Weil muss es auf den Punkt bringen. Ja, ist verständlich. Ja, sie leben halt von dem Spiel, was sie verkaufen, und wenn die das irgendwie so öffentlich machen würden, dass andere das kopieren könnten, dann würden sie sich ja ans eigene Fleisch schneiden. Ja, hoffen wir das Beste. Ich meine, Early Access läuft noch gar nicht so lang, aber ich hoffe, es geht nicht in die Versandung wie das vorherige Spiel von ihm, dass es dann einfach stehen bleibt. Aber hoffentlich macht er da weiter, weil gerade die Community jetzt sehr stark dahinter ist. Und es hat Potenzial. Ja, ich sehe auch, dass das Potenzial hat. Ich biete meine Hilfe an, mehr kann ich aus meiner Sicht nicht machen. Ich muss ja quasi auch von meinem Arbeitgeber noch meine 8 Stunden am Tag abliefern. Kann da schlechte Vollzeit in die Entwicklung von diesem Railroads Online-Spiel einsteigen. Aber ich helfe meiner Freizeit so gut wie ich kann. Und das machen auch viele andere, und diese Hilfe sollte einfach auch benutzt werden. Was wünschst du denn für die Zukunft vom Spiel? Prinzipiell, dass der Code, den sie jetzt haben, nochmal optimiert wird, sodass weniger Ressourcen gebraucht werden. Es läuft nicht auf allen PCs meiner Kinder flüssig, sodass ich noch einen eigenen Gewinn hier in meiner kleinen Wohnung hätte, wenn die etwas schwächeren PCs auch mehr aus diesem Spiel herausholen könnten. Das wäre wirklich der Hauptwunsch, dass der Ressourcenhunger dieses Spiels ein bisschen sinkt, sodass wir hier zu Hause mehr Spaß haben beim Zügefahren. Was kann man denn beim Mini-Zwerg, also kann man das einfach so sagen, Mini-Zwerg Online, oder gibt es eigentlich einen echten Namen dafür, für das Projekt, oder einfach wirklich nur Mini-Zwerg Online? Es hat noch nie irgendwie einen offiziellen Namen gehabt. Es hat mal jemand vorgeschlagen, das Ding Railroads Online Mapper zu nennen. Also habe ich es einfach so genannt. Ich finde den Namen nicht so glücklich. Ich habe noch keine eigene Domain. Also man könnte auch eine eigene Domain registrieren. Der Railroads Online Mapper.de, online.com, was immer. Es läuft, wie gesagt, für mich, und ich stelle es allen zur Verfügung, und es wird von vielen tausend Leuten genutzt. Inzwischen hat sich Mini-Zwerg Online eingeprägt. Es ist in jedem Stream unten verlinkt, es ist in jedem Reddit-Forum verlinkt, es ist auf Steam verlinkt. Jeder nutzt Mini-Zwerg Online. Das jetzt nochmal umzubenennen, wäre wahrscheinlich nicht so in Ordnung. Vor allem, da ich die Domain die nächsten 11 Jahre nicht wirklich brauche und die einfach nur rumliegt, quasi als Mail-Platzhalter für meinen Sohn. Okay. Er kommt immer mal gucken und freut sich, dass ganz viele Leute seine Domain besuchen. Er wird sich wahrscheinlich auch darüber freuen, wenn ein paar Leute ihm mal ein Bild oder eine Postkarte schicken. Er hat schon mal gefragt, ob man nicht Geld verlangen kann, weil er braucht Taschengeld. Wenn jeder, der kommt, vielleicht mal 1 Euro bezahlt oder so. Ich sage, ja gut, aber so viel Geld würdest du gar nicht ausgeben können. Das brauchen wir nicht. Ich mache es ja nicht, um damit Geld zu verdienen. Aber ich habe einen Spendenlink eingebaut und decke damit die Hostingkosten, die ja doch relativ gestiegen sind, seit wir hier wirklich 30 GB Traffic pro Tag machen. Denn die ganze Domain hat vorher 35 MB Traffic pro Monat gemacht und macht jetzt 30 pro Tag. Also sie ist schon irgendwie im Traffic gestiegen. Ich bemühe mich, das zu optimieren. Hintergrundgrafiken verkleinern, Ladezeiten kürzen, Skripte komprimieren, ja, unnötige Datenraten zwischen Backend und Frontend minimieren. Zum Beispiel wird angezeigt im Frontend ein Spieler. Er wird von oben als Top-Down angezeigt mit einer X- und Y-Position. Das heißt, wir entfernen schon mal die Höhenkoordinate und die Rotationen in X- und Z-Richtungen. Die brauchen wir zum Anstellen auf der Karte nicht. Und damit wird halt die Übertragung vom Server zum Client schon mal ein paar Byte kürzer. Und wenn man das bei allen Waggons noch macht und bei den Strecken, also wenn man quasi aus den 3D-Informationen im Safe-Game die dritte Dimension rauslässt, bevor man sie ans Frontend schickt, dann wird es halt schon kleiner. Ja, und auch die Sachen wie Lampen und Füllstände und Druck auf dem Kessel und all so Sachen, die werden vom Frontend schon gar nicht mehr benötigt und vom Backend gar nicht mehr ausgeliefert, sodass die Datenvolumina schon wieder stark gesunken sind, so gut wir eben können. Was kann man denn vom Mini-Zwerg online noch erwarten, beziehungsweise welche Features sind demnächst geplant? Ja, also ich bin an einem Feature dran, dass man direkt auf der Karte mit der Maus Strecke legen kann. Ja, viele sagen ja, sie beklagen sich über das Ingame-Streckentool und sie sehen nicht, wo es hingeht, die Höhen und so. Und nachdem ja unser freundlicher Japaner Aikawa alle 192.000 Bäume gefällt hat und uns diese Informationen gegeben hat, haben wir jetzt ein relativ gutes 3D-Modell von der Karte, weil jeder gefällte Baum im Safe-Game gespeichert wird mit seinen X-, Y- und Z-Koordinaten.
Und mithilfe von Datenbanken und optimierten Datenbankabfragen kann man halt mit beliebigen XY-Koordinaten herausbekommen, wie hoch denn der am nächsten zu dieser Position gefällte Baum stand, sodass man eine relativ gute Höhenkarte hat, die halt auf den Ebenenflächen relativ gut funktioniert, in dem Gebirge noch mittelmäßig. Aber wenn man diese Information hat, dann reicht es eigentlich, wenn der Endnutzer oder der Webseitenbesucher mit der Maus zwei Punkte auf der Karte anklickt oder mit der Maus über die Karte drag und droppt und aus diesen Informationen dann eben Streckenteile für dieses Spiel generiert werden. Das ist was, wo ich gerade dran bin, was aber ein bisschen Zeit noch benötigt, alljeweil im Moment Maustaste gedrückt halten und ziehen dafür sorgt, dass sich halt die Karte verschiebt, weil man halt drin rumzoomen und schieben kann. Und da müsste man erst eine Umschaltfunktion definieren, dass man sagt, okay, ich möchte entweder die Hintergrundkarte verschieben oder aber die Karte soll stehen bleiben und ich möchte ein Stück Strecke legen. Das wäre was, wo ich dran bin. Was mich auch interessiert, ist endlich diese Benamung fertig zu kriegen, dass man eben auch diese ganzen kyrillischen Schriftzeichen oder die Umlaute bei der Benamung machen kann, sodass das Benennen von Zügen eben mit allen möglichen Tasten und Buchstaben funktioniert. Und der nächste größere Punkt wäre eben, viele Spieler nutzen das Umbenennen nicht, weil die sich mit Space-Tasten, also mit Leerzeichen, eine Formatierung gebaut haben, dass Teile des Textes, sag ich mal, illegal auf die zweite Zeile der Lok rutschen, weil die umbricht am Leerzeichen. Und diese spezielle Formatierung geht halt auch komplett verloren, wenn man halt die Umbenennung auf Minizweig benutzt, weil das war nie ein Fokus, den ich hatte. Ich habe das initial implementiert, um den einen vorhandenen Waggon zu benennen, den man als Spieler ja nicht benennen kann, weil er schon mal leer auf der Karte steht, wenn man das Spiel startet. Und es genügt, dass man Sachen, wo man sich vertippt hat, umbenennt. Es genügt, wenn man Waggons nachträglich umbenennt, wenn man es beim Kauf vergessen hat. Aber jetzt diese Benennung in den Griff zu kriegen, dass die wirklich wie im Spiel funktioniert, mit Groß- und Kleinschreibungen, das sind so die Punkte auf meiner Roadmap, die ich im Mini-Zweig noch im Blick habe. Okay, also die wird erstmal nicht langweilig. Mir wird erstmal überhaupt nicht langweilig, richtig. Alles klar. Ja, dann danke ich dir fürs Interview. Gibt es noch etwas, was du der Community mitteilen möchtest, bevor wir Schluss machen? Ja, kauft Railroads Online, dass ich ganz viele Spieler habe, die mit mir mitspielen können, weil das ist ein Multiplayer-Spiel. Das macht umso mehr Spaß, je mehr Spieler auf dem Server sind. Ihr habt es gehört. Also holt es euch Mitspieler in der Gruppe. Macht es einfach viel mehr Spaß. Und damit vielen Dank fürs Interview und bis demnächst. Tschüss.